So, das Assoziationsspiel. Erster Begriff, Gefühle. Gefühle. Ja. Super. Das ist auch so ein Wort, wo man so ewig mal drüber nachdenken kann. Ne? Gefühle, du, also wie gesagt, also ich glaube, es ist unglaublich gut, dass man Gefühle hat. Es ist unglaublich krass, wie man sie verletzen kann. Und das alles in einem Wort. Also das ist, also Gefühle hat, ist für mich eine enorme Palette. Das Gefühl zu treffen, eine Situation zu beschreiben, ist meine Aufgabe. Und gefühlt habe ich jetzt auch mehr als zwei Sätze dazu gesagt. Es gab doch mal von Fishmob einen Albumtitel: Männer können über seine Gefühle nicht sprechen. Da ist was dran, die man auch hat. So, jetzt Krise. Krise. Jede Krise ist für mich auch wieder die Chance auf Phönix aus der Asche mäßig wieder aufzusteigen. Also ich glaube, wenn ich die Krise in meinem Leben nicht gehabt hätte, wäre ich heute nicht der, der ich bin. Und von daher feiere ich eigentlich jede Krise, egal was es ist, weil ich weiß, dass daraus wieder irgendwas, eine Bewegung entsteht in einem selbst oder in dem Land, in dem man lebt, das einfach wächst oder das ist auf jeden Fall was Gutes daraus wieder erwächst, entsteht. Mhm. Schönster Moment? Also ich muss sagen, dass ich wirklich, mein Leben ist im Moment gespickt von schönen Momenten, die man sich so in der Form vor ein paar Jahren noch nicht hätte vorstellen können. Und von daher ist es sehr schwer, da irgendwas rauszupicken. Aber ich glaube, ich könnte sagen, es ist gerade so der schönste Moment in meinem Leben, der Zustand jetzt. Glückwunsch. Ziel? Ziel. Stadion. Stadiontour. Wollte ich immer schon. Für mich ist natürlich, das Stadion steht irgendwie imaginär als großes Ziel oben an meiner Karriere, was wahrscheinlich auch nie erreicht wird. Aber letztendlich dadurch, dass ich mir immer die Ziele sehr hoch gesteckt habe, habe ich Sachen erreicht mit meinem Talent, wo andere sagen, wie kann der das denn machen? Aber das ist nur, weil ich mir das Ziel so hoch stecke. Ich bin zwar öfters frustriert, weil es nicht erreicht wird, aber dadurch springe ich dann auch höher als der sagt, ich bin bei 1,60 zufrieden, ja. Mhm. Rückschlag? Rückschlag. Du, also es ist in etwa wie die Krise. Ein Rückschlag macht mich eigentlich immer stärker oder treibt mich an, beim nächsten Mal zurückzuschlagen. Also ähnlich nochmal, Enttäuschung? Hatte ich auch schon viele, aber ich habe auch schon viele enttäuscht. Da sind wir, ich würde sagen, da sind wir touché. Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Auf jeden Fall ein Must-Have für all jene, die vor Leute treten und Sätze mit "Ich habe gefickt, ich habe betrogen" anfangen zu singen. Allerdings. Dann hier unsere Bude, Freunde fürs Leben. Eure Bude. Ich finde, wie gesagt, es ist ein sehr ernstes Thema. Es war ein sehr ernstes Gespräch und ich finde toll, dass es Leute gibt, die sich dafür engagieren, weil das ist kein. Ich finde, es darf auch gar nicht so. Es müsste viel offener damit umgegangen werden. Das ist, man hat so das Gefühl, das ist so eine eklige Geschlechtskrankheit, wo man nicht drüber sprechen kann. Das ist irgendwie, das kann dich jederzeit irgendwie erwischen. Das ist sowas dein Leben lang okay und dann ist es dann. Also ich feiere das total ab und kann auch nur jedem empfehlen, dass man das offen kommuniziert. Letztendlich, wenn man Schnupfen hat, sagt man auch, ich bin krank, ich bleib zu Hause. Dann ist es halt auch okay. Ja. Und so, finde ich, gibt es Leute wie euch, die das Thema mal wieder auf den Schirm rufen. Und finde toll, dass ihr mich dafür eingeladen habt, dass ich ein bisschen mit Werbung machen darf. Zwei haben wir noch. Herausforderung? Ach, Herausforderung. Du. Da gibt es eine Menge in meinem Leben, auch aktuell. Und die zu meistern ist die Aufgabe.
Und ja, aber ich sehe da, ich bin da guter Dinge. Also man wächst an seinen Aufgaben oder an den Herausforderungen, die man hat. Also ich stehe eher darauf, auf hohe Herausforderungen, weil leicht kann jeder. Letztes Ding, Träume. Träume ist, ich glaube, Leute, die viele Träume haben, können auch viel bewegen in ihrem Leben. Ich finde, das Kindliche und das Träumerische ist Antrieb für jegliche Form von Kreativität, von, ja, also ich bin ein totaler Träumer und ich habe immer geträumt und ich habe noch Träume und manchmal gehen sie sogar, werden sie in Wirklichkeit. Und das ist dann, wenn man das geschafft hat, dann ist das echt ein verdammt gutes Gefühl. Sehr schön. Siehst du, hast du das auch schon geschafft? Das war aber die schwerere Aufgabe. Ja, ja. Was kommt jetzt?